Herzlich willkommen wieder zu einer CrossFit Bonn Home Workout. Wir starten direkt wieder mit 5 Minuten Warm-up, 5 Down Dog into Cobra. Geschmeidig. Komischerweise. Dann gehen wir direkt in die Scapula Push-Ups. 5 Stück. Sorry, genau. Und von da geht's in die Reverse Snow Angel. Oha. Und dann von hier in den Strength Part, also unser Kraftteil, 3 Runden. Wir starten mit 15 Feet Elevated Tempo Push-Ups. Dafür die Füße auf der Bank oder euren Couchtisch oder Couch. Tempo heißt, wir gehen langsam runter, 2 runter, schnell hoch, 2 oben halten. Jawohl. Genau, und ihr bleibt richtig schön gerade. Perfekt. Von hier gehen wir in die Single Arm Floor Presses, Kettlebell oder Dumbbells. Sehr schön, genau. Und halte die Spannung auch in der Rückseite. Schultern schön nach hinten und ziehen. Und von hier dann in Bend Over Row. Und nach unseren 3 Runden dann in das Open Workout. 10 Minuten M-Rap, 60 Bar Facing Burpees. Mit beide Füße abspringen, genau. Achtung, die. Ja. Perfekt. Von hier gehen wir in die Overhead Squats. Ihr habt vielleicht einen Besenstiel oder sogar eine Langhantel zu Hause. Genau. Fokus. Blick nach vorne, wunderbar. Und dann kommen die 10 Bar Muscle Ups oder die 10 Muscle Up, die Push-Ups. Genau, Muscle Up Push-Ups, perfekt. Die zeigt uns der Julian. Gut aufpassen, nicht ganz einfach. Auf den Ellenbogen von hier wieder nach vorne schieben und dann erst hoch. Nochmal, wir gehen tief auf den Ellenbogen. Und wieder nach vorne. Und das Ganze geht auf die Knie, das sieht ein bisschen anders aus, aber es wird auch leichter. Genau, da geht der Popo wegen nach oben, genau, der Bauch noch ein bisschen mehr festhalte. Jawohl. Genau, super. Und das war's dann auch schon. Wir wünschen euch viel Spaß. Ah, unsere Weekly Challenge noch dann am Schluss. Das wieder auf einem Bein stehen. Erstmal mit Augen auf. Genau, und wenn ihr euch gut fühlt, probiert ihr das Ganze mal mit Augen geschlossen. Nur wenn ihr auf einem Bein mit Augen aufstehen könnt, dann mal die Augen schließen und schaut mal, ob ihr das für 10 Atemzüge schafft. Genau, könnt ihr noch in die Bauchatmung gehen. Sieht ganz gut aus. Okay. In diesem Sinne, bis zum nächsten Workout.